Und 3, 2, 1, die erste. Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Julia und ich bin leidenschaftliche Tierfotografin in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Zukünftig möchte ich mir noch ein weiteres Standbein als Hunde- bzw. Tiertrainerin aufbauen und euch mit Videos an meinem bzw. unserem Weg teilhaben lassen. Ich mache also derzeit eine Hundetrainerausbildung bei Zimmer und Falke und parallel dazu habe ich ein Tiertrainerstudium bei der ATN begonnen, um mich nicht nur auf Hunde zu spezialisieren, sondern eben auch auf verschiedene andere Tierarten. Du bist so süß. Neben mir seht ihr Kascha, die einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass meine Berufswahl vor allem den Fokus darauf legt, mit Tieren zusammenzuarbeiten, also sei es als Tierfotografin oder als Hunde- bzw. Tiertrainerin. Sie ist also quasi der Hauptgrund für die Erstellung dieses Kanals und von ihr werdet ihr sicher noch viele weitere Videos sehen und vielleicht ist dem einen oder anderen dieses kleine zarte Hundegesicht aus dem Fernsehen bekannt, denn Kascha ist ein Filmhund und ich habe schon einige Filmsets mit ihr besuchen dürfen. Ja, ist echt so. Glaubst du das nicht? Ich glaub das. Du kannst ja kein Fernsehen gucken. Ne? Das ist so schade, dass du das nicht kannst. Ja, das ist wirklich schade. Ich weiß. Ja. Neben Kascha wohnen aber noch drei weitere Tiere bei mir oder bei uns. Und zwar ist es ein Zwergziegentrio und ja, die haben ganz schön viel Schabernack vor. Aber auch Ziegen kann man sehr gut trainieren und von denen werden auch bestimmt einige Videos auf diesem Kanal veröffentlicht werden. So, ja, das war's soweit. Also zusammenfassend wird sich dieser Kanal also primär um den Alltag und das Leben mit Hund und Ziege drehen, um Beschäftigungsmöglichkeiten, um Training mit Tieren, aber auch um meinen Werdegang als Hunde- bzw. Tiertrainerin. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, werde ich auch bestimmt ein paar Elemente aus der Tierfotografie und Tierbildbearbeitung mit reinbringen, denn ich finde, das passt auch eigentlich ganz gut zusammen, denn als Tierbesitzer kann man, glaube ich, nie genug Bilder von seinem Vierbeiner haben. Und ich glaube, da ist es vielleicht ganz cool, wenn ich den einen Tipp oder Trick dazu verrate. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und demnächst mal wieder vorbeischaut. Tschüss! Neben Kascha, wenn ihr diesen unseren Kanal abonniert und unterstützt. Ich weiß nicht mal, ob das Mikrofon geht. Puh. Naja. Oh, wie siehst du eigentlich aus? Du musst mal hier. Du musst dich mal. Du musst mal in die Maske. Das machen wir das nächste Mal.